Moin und willkommen zum neuen Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Heute zocken wir den Train Simulator 2021. Ja, heute machen wir die letzte Etappe. Wir sind ja das letzte Mal bis Samaden gekommen. Heute waren wir eben von Samaden noch bis St. Moritz. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Und viel Spaß mit dem Video jetzt. So Leute, wir sind in Samaden am Bahnsteig hier mit unserer schönen Lok G443, genau. Angekommen, also heute fahren wir eigentlich hier wieder los. Machen wir erstmal den Bügel hoch. Genau, also heute machen wir die letzte Etappe. Wir fahren jetzt bis St. Moritz. Und dann haben wir es erstmal geschafft. Ja. Ja, schauen wir mal. Also wir fahren jetzt quasi das Inntal noch ein Stück hoch. Ach ja, was ich noch herausgefunden habe, ist das hier. Dass man sich hier so Kameraeinstellungen machen kann. Wusste ich bis jetzt noch nicht. Man lernt immer dazu. Ja, das ist auch nur schön, das ist beim Gaming. Dass immer wieder neue Sachen, neue Erkenntnisse dazukommen. Aber dann geht's jetzt erstmal los nach St. Moritz. Ein bisschen hoch hier. Hört man ja fast nichts. So, was haben wir denn für ein Wappen da drauf? Lavin. Lavin, genau. Mit dem Steinbock. Lavin. Das ist die Nummer 649. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob die Qualität besser ist. Ich habe ein bisschen was in OBS rumgeschraubt. Im Schneidprogramm, was ich benutze. Schreibt mal rein, ob sich's verbessert hat. Ich habe keinen Plan. Lol, was ist denn das hier für ein Unter? Ja, das ist so eine. Lärmschutz sieht aus wie ein Lärmschutz. Weil hier wohnen doch einige Leute. Wir werden da sicher den Inn jetzt mehrmals überqueren auf dem Weg nach St. Moritz. Oh, gleich können wir 80 fahren, ich freue mich. Ja, genau. Ich weiß allerdings nicht, ob in dem Spiel berücksichtigt worden ist, dass wir auf den Piz Bernina zu fahren, ob da irgendwas sichtbar ist dann im Hintergrund. Das müssen wir gucken, weiß ich noch nicht. Weil das ist dann schon ein Berg, der dann knapp über 4000 Meter hoch ist. Das müsste also richtig mit Schnee bedeckt sein dann. Also neben uns, wie gesagt, der Inn. Im Oberlauf heißt der N, deswegen N-Gardin und im Unterlauf Richtung Österreich wird es dann zum Inn. Mhm, dieser Berg ist, dieser Fluss ist Inn. Genau, sozusagen. Naja, er fließt dann in Richtung Donau. Bei Passau fließt er in die Donau rein, der Inn. Aber das sind noch etliche Kilometer bis dahin von hier aus. Ja, und wo entspringt der Inn? Der entspringt ungefähr in der Nähe vom Maloja-Pass. Etwas oberhalb. Musst du anhalten. Musst du anhalten? Ja. Könnte Sellerina sein, oder? Ja. Ist schon Sellerina? Mhm. Habe ich fast nicht gesehen. So, jetzt kommt die kleine Station Sellerina. Das ist hier auch im Talboden. Also das Tal ist schon etwas weiter. Und hat mehr Platz für größere Ortschaften als eben das Albulatal, was um einiges auch enger war. Kommen wir schön gemütlich in den Bahnhof rein. Genau, Sellerina.
Das sieht jetzt ja nicht aus wie ein Bahnhof. Also klar, das Bahnhofsgebäude, aber so. Ja. Ja, manche Bahnhöfe haben auch so ein bisschen Wohnhauscharakter, so ein bisschen. Ist ja auch nur eine kleine Ortschaft. Also wir müssten jetzt auf einer Seehöhe von ungefähr 1700 Meter sein. Wir sind im letzten Fahrer. Mal kurz durch. Huch. Ah, das ist hier der Speisewagen, oder? Speisewagen? Ja, stimmt. Wir sind in den Gagswagen. Da ist ein Speisewagen eingereiht. Ah, und das ist die E-Lok. Wir sind durch die E-Lok gerade gelaufen. So, okay. Ja, meistens haben die E-Loks so einen Seitengang, dass man von vorn nach hinten laufen kann und natürlich auch zu den Aggregaten und zum Motor einen Zugang hat. Ja, das letzte Stück wird eher ein kürzeres Stück sein, also da ist nicht viel jetzt geboten an Brücken und Tunnels. Weil wir, den Talboden ja eigentlich nur befahren. Da ist jetzt nicht so viel Spektakuläres mehr zu sehen. Aber immerhin, wir werden St. Moritz sehen. Den Endpunkt dieser Linie. Da stand gerade einer an dem Feldweg. Feldweg. Das ist jetzt nicht gerade der alpenländische Stil hier, diese Wohnhäuser oder was das ist. Ja, das ist jetzt nicht das Ende vom Albula. Wir werden natürlich weitere Filme machen. Wir werden auch wieder zurückfahren, auch mit anderen Loks und mit anderen Wagen, damit hier auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wir werden auch irgendwann im Herbst vielleicht die Berliner Linie noch dazu kaufen, dass wir die auch von Pontresina weg dann befahren können und von St. Moritz weg. Ja, aber das sehen wir dann alles, ne? Genau, das ist dann für den Herbst. Also bis jetzt geht es nur bis St. Moritz und ab dann können wir dann über Pontresina auch über den Bernina drüber fahren. Ja, es gibt auch ein paar Tunnels schon. Ja, warum ist hier plötzlich 30, Digga? Hier hat mir keiner gesagt, dass hier 30 ist. Das verstehe ich manchmal nicht. Naja. Vielleicht waren die Kurven jetzt gerade etwas enger. Ja, aber dann müsste doch hier im Verzeichnis stehen, dass er hier 30 ist. Mhm. Und dann steht da plötzlich 30 als Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist schon St. Moritz. Mhm. Ey, wir sind schon da. Das ist unglaublich. Vom Innen habe ich jetzt nicht. Also, wir müssten gerade über den Innen drüber gefahren sein. Beziehungsweise, nee, das ist die Linie nach Pontresina, die über den Innen drüber fährt. Mhm. St. Moritz ist natürlich jetzt ein großer Bahnhof, ist ja der Endbahnhof hier quasi. Und hier zweigt auch die Linie eben weg oder ab für den Bernina Express nach Tirano, nach Italien kann man hier fahren. So, wir sind in St. Moritz. Da gucken wir uns noch ein bisschen um. Also ich sehe hier hinten schon den See, linke Seite.
Mal gucken, wie detailliert das hier geworden ist mit St. Moritz. Da sind Flachwagen, dafür Containerverlad. Also Bahnhof ist schon mal zu sehen. Da hinten die Gebäude, ja. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja. Ja, der See, genau. Postwagen. Da muss irgendwo ein Restaurant sein, direkt am See. Das ist hier, genau. Da waren wir mal essen. Da waren wir mal essen. Und hier sind wir rumgelaufen. Ja, aber als wir da waren, war hier eine Baustelle. Ja. Ja, ist, glaube ich, müsste jetzt Ah ja, fertig sein. Wird da ist ja der Bagger, der das sagt. immer noch gebaut. Weiß ich nicht, ob sie schon fertig sind, weil das Spiel ist ja auch schon noch schon ein Jahr oder so alt. Dann sind da nur noch so Abstellgleise. Und da hinten sind die Hotels. Ja, das sieht schon ziemlich realistisch aus. Hier ist die Interessant. hier geht die Straße rein. Ja. Extra noch mal eine Brücke gebaut, dass das Abstellgleis ein paar Meter länger ist. Ja. Ja, man muss hier wirklich jeden Meter ausnutzen. Jetzt gucken wir mal zum Piz Bernina, ob der irgendwie noch zu sehen ist. Ne, der ist dahinter. Der ist jetzt nicht. Der ist genau hinter diesem Rücken. Der Piz Bernina sieht man vielleicht dann, wenn man wirklich die Bernina Linie befährt. Ja, dann ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Hier seht ihr den Ausfluss vom Inn, von dem See aus. Und ja, das ist ein recht großer Bahnhof. St. Moritz. Viele Hotels natürlich. Mondäner Kurort. Aber wirklich jedes Gebäude ist jetzt nicht dargestellt. Nur die wichtigsten. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann ciao. Ja, ciao.